So, Freunde, herzlich willkommen zurück mit Part 122 von ETS 2, zu ETS 2 natürlich. Ich spiele jetzt erstmal die Mucke weiter ab und dann geht's auch direkt weiter. Ich bin jetzt mal gespannt, wie viele Kilometer wir noch am Tag haben. Ja, 344, ich denke mal, das bekommen wir in diesem Part hin. Vor allem, wenn wir diese Durchschnittsgeschwindigkeit beibehalten können. Ich weiß auf jeden Fall, es kommen noch zwei Mautstellen auf uns zu. Das ist ja eigentlich mal nicht so schlimm. Müssen wir noch einmal mit der Fähre fahren? Wir müssen ja rüber nach Trelleborg. Oder gehört Trelleborg noch zu Dänemark? Ich muss jetzt nochmal nachgucken. Es tut mir leid. Ich weiß es nämlich echt nicht mehr. Nö. Da gibt es dann aber wahrscheinlich eine Brücke, so wie es aussieht. Ich glaube aber noch nicht, dass wir auf dieser Brücke waren. Also ich glaube nicht, dass wir schon auf dieser Brücke waren, eigentlich so rum. Weil wir sind auf dieser Autobahn auch noch nicht gewesen. Da bin ich gespannt, was da kommt. Denn mir wurde mal gesagt, es gibt eine ziemlich coole Brücke hier in einem Skandinavia-DLC. Und ich weiß jetzt aber nicht mehr, welche das war oder wo sie war und wie auch immer. Bin mal gespannt, ob er vielleicht die meinte. So. Ja, die Kilometer, die gehen ja schnell runter. Das ist sehr, sehr toll. Die Mucke ist sehr beruhigend. Erinnert mich so ein bisschen an Skyrim. Mit diesen Rasseln im Hintergrund. Und mit dieser Gitarre oder was auch immer das ist. Als würde man in einer Taverne sitzen oder sowas in Skyrim. Zumindest erinnert mich das jetzt alles gerade irgendwie dran. Ja, das erinnert mich jetzt sogar noch mehr daran. Ja, jetzt bekomme ich wieder Bock auf Skyrim. So eine Scheiße! Aber verdammt coole Mucke ist dabei. Ohne Scheiß. Ich feiere das jetzt. So, jetzt muss ich gerade gähnen. Oh. Scheiß. Also, das nächste Mal, wenn ich hier aufnehme, dann werde ich mal mit einem Kaffee probieren. Ich bin echt kein Kaffeetrinker und ich bin auch nicht der... Also, ich weiß nicht, Kaffee schmeckt mir auch nicht besonders gut. Ich will es einfach nur mal probieren, was dann dabei rauskommt. Ich werde dann den ganzen Tag wahrscheinlich total aufgedreht sein. Wobei, ich denke mal, bei meiner Masse, na, verteilt sich das Koffein dann doch sehr gut. Vielleicht spüre ich auch gar nichts davon. Huch. Ja, wenn die da vorne jetzt noch ein bisschen langsamer werden, dann sieht es ganz schön kacke aus. Dann sollten wir eventuell überholen. Ich weiß jetzt halt nur nicht, wie es mit den Autobahnausfahrten ist. Hamburg. Ne, nach Hamburg wollen wir nicht. Gut, ich denke, dann können wir eigentlich überholen. Ich habe dann nur Angst, dass irgendwie eine Mautstelle direkt kommt. Gucken wir einfach mal, was passiert. Schon lustig, dass wir als LKW-Fahrer einen PKW überholen müssen. Kommt auch nicht zu oft vor. Das Problem ist ja, dass wir fast dieselbe Geschwindigkeit haben. Ich bin vielleicht ein paar Kilometer pro Stunde schneller wie er. Ist aber gar nicht mal so schlecht, dass wir jetzt hier drauf gefahren sind auf der Linke. Auch wenn sich jetzt hier die Spuren nicht spalten. Sollten wir aber vielleicht auch langsam abbremsen. Oh, das ist jetzt natürlich ein bisschen kacke. Aber sowas kommt halt auch ab und zu mal vor. Ja.
Das da vorne sieht man aber schon nach der Brücke aus, die ich gemeint habe, oder? Ist das... Alter, sind wir schon hier? Das glaube ich jetzt nicht. Nee, das ist eine andere Brücke, ne? Ja, das ist eine andere. Das wäre mir dann sonst ein bisschen zu schnell gegangen jetzt. So, und der wird wohl ein bisschen schwerer beladen sein hier. Der vom DHL. Die Windgeräusche hier auf der Brücke sind auch toll. Weil es halt auf der Brücke etwas windiger ist. Das war mir so klar, dass das jetzt passiert. Dass sich das hier jetzt wieder verengt. Geschwindigkeit würde ich trotzdem gerne beibehalten. Das funktioniert auch zum Glück ganz gut. So, und diese Aufnahmesession lasse ich jetzt einfach mal die Innenraumbeleuchtung aus. Wie gesagt, ich will davon nicht zu viel haben, weil sonst wird es irgendwann mal altbacken und langweilig. Im nächsten LKW gucken wir mal, dass wir da auf jeden Fall da eine andere Farbe machen, wenn wir da die Möglichkeit denn haben, denn ich weiß auch nicht, diese Innenraumbeleuchtung funktionieren, soweit ich weiß, nämlich nur in Standard-LKWs. Und wenn wir uns da einen Scania holen sollten, zum Beispiel den T-Modell mit 4 Achsen oder wie auch immer, dann denke ich nicht, dass da die Innenraumbeleuchtung drin funktionieren wird. Es sei denn, ich glaube, ich kann mich daran erinnern, dass der T-Topliner schon eine rote Innenraumbeleuchtung drin hatte, wenn ich mich nicht irre. Kann natürlich sein, dass auch einige Mod-LKWs schon Innenraumbeleuchtung drin haben. Schauen wir einfach mal. So, wie es aussieht, kommen wir hier an der Stadt vorbei. Das müsste dann... Was soll denn das gewesen sein? Ich glaube, Odense war das hier, oder? Ja, Odense, alles klar. Zum Glück führt eine Autobahn dran durch vorbei, dann dran durch vorbei. Dran durch vorbei, alles klar. Also entweder führt sie dran vorbei oder durch. Und hier in diesem Falle führt sie durch. Dran vorbei. Sie führt durch. Finde ich cool, weil so hat man halt eine Stadt sehr schnell hinter sich auch. Ich weiß, in den 18 Wheels of Steel Reihen waren die Städte ja gigantisch groß. Wirklich. Da waren die Städte nicht nur hier so Industriegebiet ein bisschen oder sowas. Da in 18 Wheels of Steel Howland zum Beispiel oder in Convoy, kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, war San Francisco schon sehr, 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 sehr groß. Also da sind die Städte schon ein bisschen größer. Da fährt man, ich denke mal, 10 Minuten nur durch die Stadt, bis man da wirklich vom Eingang bis zum Ausgang kommt. Haben sie fantastisch gemacht. Ich weiß jetzt nicht, warum sie es hier nicht mehr gemacht haben. Ich glaube, der Platz auf der Karte hat nicht mehr gereicht oder so, weil... Naja, die Ressourcen, die hier benötigt werden für dieses Spiel, sind dann natürlich auch sehr viel höher als die in 18 Wheels zum Beispiel. Oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall, 18 Wheels, ich werde davon auch noch ein paar Videos machen. Und zwar von jedem einzelnen Teil, denke ich mal. Denn ich habe mir nämlich die Gold Edition geholt nochmal. Die hatte ich ja schon einmal, die habe ich dann ausgeliehen und nie wieder bekommen. Boah, ich werde nie wieder Spiele verleihen oder sonst irgendwas. So, vielleicht ist ja das da die Brücke, die so cool sein soll. Es sieht auf jeden Fall schon mal ziemlich cool aus. Schade natürlich, dass wir davon nicht so viel sehen, da wir jetzt 4 Uhr am Morgen haben und es dadurch immer noch ziemlich dunkel ist. Mit dem Wintermod wird es auch nicht wirklich hell. Ja, ist halt Winter, ne? Die Tage werden immer kürzer, die Nächte immer länger. Ist halt so. Jetzt bei uns ist es aber ganz schön angenehm hell, du. Auch nicht so schlecht. So, hier sind... Ist das eine 70 gewesen? Oder war das eine 110? Keine Ahnung, das Navi sagt nichts. Ach, ey, diese fetten Bodenwellen manchmal, ey. Ich habe Angst, die machen mir Schaden auf meine empfindliche Ware, ey. Das Problem ist, man sieht es ja vorher nicht, ob da eine Bodenwelle kommt oder nicht.
Und da vorne kommt eine Mautstelle. Das war ja so klar. Oh, die erste Stufe vom Retarder, die haut auf jeden Fall schon mal ganz schön rein. Kommt jetzt bestimmt wieder eine fette Bodenwelle, wa? Die hier. Die wird jetzt richtig mies, hä? Nee, doch nicht. Alles klar. Sehr schön. Umso besser. Umso besser. Die Mautstellen hier in Skandinavien sehen auch sehr viel besser aus als die in, ja, ich sag jetzt einfach mal Mitteleuropa. Die sind von den Spurenaufteilungen etwas besser gemacht, finde ich. Ja, mit Skandinavia haben sie auf jeden Fall schon mal ein paar neue Ideen mit eingebaut. Das finde ich sehr, sehr geil. 234 Euro Maut? 234 Euro? Ich meine, gut, wir sind ein paar Kilometer jetzt gefahren ohne Maut. Also ich meine, schon mit Maut, aber ohne Mautstelle, meine ich. Und genau das wurde mir erzählt, dass da die Maut ganz schön teuer sein soll nach der Brücke. 234 Euro? Alter! Kein Wunder, dass es Schweden so gut geht. Alter Schwede, ey, du. 234 Euro Maut. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal einiges, ja. Oh, so ein bisschen was, ne? Ein kleines Sümmchen. Alter Schwede, ey. Alter Schwede, verstehst du? Ach, vergiss es. So. Ja, was soll ich jetzt nur sagen, das niedriger Tankfüllstand. Alter, sind wir schon wieder. Da sollte ich mal öfters drauf achten, ey. Na gut, reicht jetzt noch für knapp 400 Kilometer, ne? Kommt denn noch eine Tankstelle vor der Stadt? Sieht so aus, als würde da gleich eine kommen. Da werden wir dann auch direkt mal tanken gehen. Jo, da kommt eine. Gut, dann gehen wir dort gleich tanken. Wenn wir dann schon dran vorbeifahren. Eigentlich sollte man erst in der Abbiegespur anfangen abzubremsen und nicht schon davor, weil wir sonst den Verkehr behindern. Das Problem ist halt einfach nur, dass diese Abbiegespuren verdammt kurz sind. So, tanken LKW rechts. So, tanken LKW links. Coole Tankstelle. So. Ja. 234 Euro Maut. So, was kostet der Sprit? 1,35 der Liter. 1,35 für Diesel ist auch schon mal... Also 1,35 für Diesel, ne? So viel zahlen wir für Super hier, in echt. Ja, wir machen den Tank gleich voll. Mein Gott, kommen ja nur auf die 1000 Euro. Oder 1100. Okay, 1107 Euro zahlen wir hier. Ja. So, Licht habe ich direkt angelassen. Oh, Feststellbremse. Ich wusste, da war auch noch was. Es ist ja kein Wunder, dass Transportkosten immer so hoch sind, wenn der Sprit so teuer ist und die Maut so mega teuer ist. Und dann wollen die Firmen natürlich auch noch was dran verdienen. Dann ist es ja natürlich klar. Oh, mein Schreibtisch wackelt hier so ein bisschen.
So, wir sind bei einer Viertelstunde jetzt wieder. Wir haben noch 70 Kilometer vor uns. Ja, das schaffen wir noch in diesem Part. Das bringe ich in diesem Part noch zu Ende. So, knapp 8000 Euro von Henry. Gut gemacht, Henry. Alter, hier geht's aber bergab, du. In den Tunnel rein und da hinten auch wieder raus. Ach, so. Jetzt richtig hinsetzen. 234 Euro, das geht mir gerade nicht mehr aus dem Kopf. Mich würde mal ehrlich interessieren, was denn so die Mautkosten in echt betragen. Oh, da kommt nochmal eine Brücke. Und ich wette mit euch, danach kommt direkt nochmal eine Mautstelle. Und zahlen wir nochmal irgendwie über 200 Euro. Ah, ich wünschte, es wäre jetzt hell. Ohne Scheiß, ich würde mir das so gerne angucken hier. Aquaphobie, Errungenschaft freigeschalten. Jetzt möchte ich gerne wissen, welche Errungenschaft das dann ist. Huch. So, hier bin ich am Chat mit Dave. Ich hoffe, ihr seht das Overlay von Steam gerade überhaupt. Das Lied ist auch cool. Na? Dauert gerade ein bisschen lange. So, Aquaphobie haben wir jetzt gerade. Aquaphobie. Fahre über... über die Öresundbrücke zwischen Kopenhagen und Malmö. Ach, das ist dann jetzt diese Brücke, für die man ja auch im Volk... So, wir haben... Ich hoffe wirklich, ihr seht das hier. Wenn nicht, dann seht ihr jetzt gerade nur im Hintergrund mein Spiel. Ich bin jetzt aber hier gerade so ein bisschen am Erfolge durchgucken. Und wir haben ja schon ein bisschen was geschafft, muss ich ja sagen. Wobei ich glaube, dass das jetzt hier nicht alles aus dem Let's Play ist. So, das 60% der Karte will ich definitiv in diesem Let's Play abschließen. Die 100%, glaube ich, werde ich wahrscheinlich niemals schaffen, weil die Map einfach so groß ist. So, der Dave hat mir noch nicht... Ah, doch, der hat mir gar nicht... Nee, du bist gerade etwas im Stress. Melde mich dann. Alles klar, Dave. Ich weiß Bescheid. So, wir fahren weiter. Ich hoffe, dem Dave geht es jetzt gerade gut, wenn er gerade im Stress ist. So, tatsächlich, da kommt die nächste Mautstelle. Öresundbrücke. Da hat mir einmal jemand definitiv verklickert, dass die ganz schön teuer sein soll, von der Maut her. Ach, Moment mal, das hier ist ja Telepass wieder. Wird das automatisch abgezogen? Tatsächlich. 172 Euro. Für die paar Kilometer, die ich jetzt gefahren bin. Alter. Ja, die Öresundbrücke ist anscheinend sehr teuer. Trelleborg. Sehr schön. Ja, wir sind ja gleich da. Trelleborg, Malmö. Jetzt muss ich kurz aufpassen, denn ich will nach Trelleborg. Oh, Entschuldigung. Das tut mir sehr, sehr leid. Gott sei Dank kam da jetzt gerade nichts. Ich sollte vielleicht etwas langsamer in Kurven fahren. Ich habe ja Topfpflanzen geladen. Okay, noch 0%. Sehr schön, das bleibt hoffentlich auch erstmal so. Hier endet die Autobahn ganz plötzlich. Das habe ich schon auf der Karte gesehen. Deswegen bin ich da hier nicht mit 80 gleich runtergebrettert.
Oh Mann, diese verdammte Spiegel. Da geht nur eine Spur rein, alter Schwede. Oh, ich muss ja auch hier gleich wieder rein. So, jetzt habe ich wieder eine Teilerrungenschaft freigeschalten, Tourist. Da geht es ja darum, alle Städte in dem Skandinavia-DLC erkunden zu gehen. Ich habe jetzt gerade mal 11 von 26. Aber wir waren ja jetzt auch noch nicht viel in Skandinavien. So, aber an so eine Firma kann ich mich definitiv noch erinnern. Oh, da war ein bisschen, jetzt habe ich ein bisschen gegeizt, ne? Okay, das passt, Gott sei Dank. Ist aber nicht schlecht, dass ich gegeizt habe, weil auf der rechten Seite sieht es ein bisschen mieser aus. Okay, an so einer Firma waren wir dann doch nicht. Ich nehme alles zurück. Doch, bei sowas Ähnliches waren wir definitiv schon mal. Ich glaube, da haben wir sogar eine Yacht geladen gehabt. Oder? Ach, keine Ahnung mehr. Ist schon etwas her. Ist schon etwas her. Oh, ich hätte vielleicht etwas früher da schon reinlenken sollen, ich Idiot. Ein klein wenig früher wäre nicht schlecht gewesen. So, jetzt sieht's gut aus. Jetzt sieht's wieder schlecht aus. Oh Gott, was mache ich denn hier? Ich kann euch sagen, was ich hier mache. Ich baue gerade ziemliche Scheiße. Weil ich mich hier gleich wieder selbst festfahre wahrscheinlich. Was soll denn das hier werden, Uwe? Was mache ich da? Das wird doch niemals reichen vom Platz her. Oh, meine Fresse, bin ich doof. Manchmal bin ich echt doof. So. So, sieht das schon besser aus. Das sah mal besser aus. Meine Fresse, was habe ich denn heute? Kann's heute nicht. Ich kann es heute nicht. So. So, hoch. Abkoppeln. Geld einsacken. Sehr schön. Ja, an EP gab es auch ein bisschen was. Knapp 1300 EP, das ist ja gar nicht mal so übel. So, erstmal speichern, bevor wir hier ein bisschen weitermachen. Ich möchte jetzt nämlich ganz gucken. Boah, wir haben 236.000 Euro. Leute, wir haben über 200.000 Euro. Alter. Und ich denke mal, für einen großen Scania werden wir noch so 100.000 Euro brauchen. Und ich denke, dann können wir uns auf jeden Fall schon mal was Dickes leisten. Was Dickes, Fettes, Großes. Und dann werden wir mit dem nächsten LKW definitiv Schwertransporte machen. So, ich möchte jetzt aber erstmal, wir müssten rein theoretisch schlafen gehen. Ja, ich bin jetzt bei 24 Minuten. Vielleicht kriege ich das jetzt noch hin. Ich müsste dann nur die Straße wieder kurz zurück. Okay, ich denke, das kriege ich noch hin, hier in diesem Part schlafen zu gehen. Die nächste Tour gucken wir dann halt eben im nächsten Part, dass wir eine bekommen. Das machen wir nicht mehr hier in diesem Part. Oh, kommt da eine? Ja. Kommen sogar zwei. Ich bin hier schon halb auf der Straße. Aber dank den Spiegeln habe ich halt eben nichts gesehen.
Direkt wieder eine rote Ampel. Oh, die wird grün. Wenn der LKW-Fahrer jetzt davon auch noch Stoff gibt. Was er jetzt nicht gerade unbedingt tut. Ich muss sogar wegen dem runterschalten, ey. Glaube ich, fall um. Wieso fahren die hier so langsam an mittlerweile? Das kenne ich gar nicht. So, das war jetzt gerade ein bisschen heftig gebremst, aber irgendwie hat meine Bremse gerade nicht so gut reagiert, wie sonst immer. Ich wollte schon wieder anfangen zu schimpfen, aber ich lasse es lieber. Das Lied ist ja lustig. Friede, Feier, Eierkuchen, Friede, Freude, Eierkuchen, Friede, Freude, 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 nicht Freude, Freude, Freude. So, ich habe jetzt natürlich keine Ahnung, wo ich hier mich hinstellen darf. Ich kenne das hier gar nicht. Das ist ja auf definitiv ein Hotel. Ist das extra auch für LKWs? Wo darf ich mich denn hier hinstellen, sodass ich auch legal stehe? Das Lied ist lustig. Hahaha. Ich lach mir einen ab. Wo darf ich denn hier stehen jetzt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, jetzt verstehe ich es. Oder? Nö, ich verstehe es nicht. Aber ich stelle mich einfach mal so hin wie dieser PKW da vorne. Ich denke mal, da hat niemand was dagegen, hoffentlich. Das sieht mir aber sehr arg nach PKW-Parkplätzen aus. Muss ich jetzt zugeben. Hier habe ich auch kein Symbol, dass ich hier schlafen darf, ne? Von wegen hier, schalte Motor aus, schlafe hier. Das ist doch definitiv hier ein Hotel. Bin doch jetzt nicht blöd, oder? Das hier ist ein Hotel. Ich möchte hier gerne schlafen. Auch wenn es mich was kostet. Wie muss ich mich denn dann hinstellen? Hier mitten rein, oder was? Ach, hier kann ich mich hinstellen. Ich möchte das jetzt mal von außen eben sehen. Ich habe hier... Zumindest sehe ich keine Markierung. Vielleicht liegt es jetzt an dem Wintermod. Aber ich sehe sie ums Verrecken nicht. Ich sehe echt keine Markierungen. Gut, ich werde mich trotzdem hier hinstellen. Scheiß drauf. So, Leute. Ja. Dann war es das jetzt erstmal für diesen Part und für diese Aufnahmesession. Ich bin schon wieder bei knapp 30 Minuten. Ja, also habe ich heute doch schon wieder einiges gemacht an Aufnahmen. Und ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein bisschen Feedback da lassen würdet. Und ich würde jetzt mal sagen, wir hören uns dann im nächsten Part wieder. Macht's gut, bis dann, ciao.